gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen. Hier ist dieser Midnight Figure Feature Folge 205 von den offiziellen Figuren-Reviews. Es taucht ja, wie ihr selber wisst, immer wieder alles Mögliche auf. Cons, Ausstellungen, bisschen Musik, bisschen cooles Graffiti, was auch immer. Ne? Aber Hauptaugenmerk liegt natürlich hier auf so Figuren auspacken, ein bisschen besprechen, ein bisschen zeigen und so weiter. Diesmal habe ich hier Race Speeder, Jakku-mäßig, von Force Awakens. Also ist das Ding ja auch schon ein bisschen älter. Ich guck mal eben. Und zwar 2015 Hasbro, ne? Und ja, die Sonne kommt schon wieder raus. Von daher passt das ja zu Jakku, wüstenmäßig, Action. Ja, ich würde sagen, wir packen das Ding einfach mal aus. Ne? Wie gesagt, Vorderseite, Seite habt ihr jetzt auch schon gesehen, Rückseite. Ich könnte euch natürlich noch kurz vorlesen, was da an Info steht, weil hier ist wenigstens auf der deutschen Packung Infotext drauf. Und zwar, wenn Rey die mit Schrott übersäten Dünen von Jakku schnell überqueren muss, verlässt sie sich auf ihren alten, abgewrackten Speeder. Ja, dann, also ein bisschen mehr Info wäre natürlich cool. Ich habe auch immer noch nicht Force Awakens Buch etc. Auf der Rückseite hier die Sachen, ne, blende ich euch mal ein, eben in Namen halt, die Bilder hier zu den Details, ebenso wie hier vorne mit abschießbaren Raketenmechanismus. Dann steht hier auch noch die Special Edition drauf, keine Ahnung, warum es eine Special Edition ist. Also ich habe auch hier nicht 32 Euro gezahlt, das Ding war auch teilweise bis 40 Euro, sondern habe dann nochmal von den 32 Euro, wie man hier sieht, 50% gezahlt, also knapp 17 Euro. Jetzt gucke ich mal eben, wo mache ich es auf. Am besten auf der Seite hier, wo man die Figur dann rausnehmen kann. Ach, das ist wieder schön. Jetzt muss ich doch unten komplett aufklappen. Das heißt wieder Messer holen. Ja, ich habe es dann mal mit der Macht zerstört, die Kleber. Und zwar dachte ich, man könnte es hier aufklappen. Nein, man muss hier unten natürlich die ganzen Kleber lösen und dann wird es so ausgepackt. Fing jetzt aber auch nicht so schlecht. Ja, wie immer natürlich wieder Batterie ausgegangen. Was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht. Achso, schön zum Ausklappen hier. Ne? Ich hatte gerade Sandfusseln schon im Mund. Ja, Batterien wieder leer gegangen, weil ich hier auf dieser X-Wing-Ausstellung, übrigens sehr geil, nur zu empfehlen, Bildershow könnte im nächsten Video sein, könnte die Tage auftauchen, Video dauert wieder ein bisschen länger. Ein 12 Meter 1:1 X-Wing da ausgestellt, im Binarium hier in Dortmund, wo unter anderem auch eine Videospiel-Konsolen-Dingsbums-Action ist. So, zeige ich schon mal kurz im Karton wieder. Ja, da rappelt es im Karton, die Ray kann man so rausnehmen, machen wir gleich als erstes. Ich sollte aber vielleicht... Gut. Hier dürfte es diesmal nicht so schwer sein. Ne? Gut, Abfeuermechanismus 1, 2, Knopf ist an der Seite. Das sollte jetzt nicht so schwer für mich sein. Oh cool, mehr ist auch gar nicht. Braucht nichts zusammenbauen, super, tutti. Nein, kommt dann erst das Fahrzeug. Gucken wir schon mal hier. Ne? Jetzt geht es wieder los hier mit Geschenke auspacken. Und zwar diese schönen Bänder. Ich könnte das ja auch mal vorspulen. So, Band gelöst. Ich habe jetzt extra nichts gesagt, weil sonst hätte ich mich angehört für Mickey Maus. Hier ist übrigens noch im Karton der Abschussbolzen gleich. Ne? Packen wir schon mal hier hin. Ich zeige noch mal kurz. Super. So. Der Speeder lässt sich sehr leicht auch rausnehmen. Oh, ich sehe schon Bewegungen. So. Ich mache gleich auch noch mal so Detailaufnahmen, aber ich zeige euch mal so. Das ist schon mal schön, dass man den ja so hinstellen kann, ne? Packe ich ihn einfach mal in die Mitte und lasse ihn einfach mal kurz rotieren. Ja, also ich gucke jetzt gerade hier schon ins Cockpit, das sieht nicht schlecht aus. Das Papier macht hier wieder Theater, super. Gar nicht so schlecht. Ich hatte erst gedacht, damals so, ah, was für ein Kackding sieht aus, wie keine Ahnung was. Ätzend, scheiße, hin und her. Aber, ich meine, lege ich ihn so hin, erinnert er mich eh an Luke's Landspeeder. Das Design, ne? Auch hier die Sachen kann man wahrscheinlich lösen. Ein bisschen wackelig, das schon mal gut. Hier unten ist halt Hasbro-Dingspunkt drauf. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Sehr schön. Auch hier von vorne. Was ich auch interessant finde,
Komm, das muss doch aufgehen. Ich habe jetzt schon wieder was. Ach so, ja, logisch. Da ist ja die Kanone drin, nicht Eierkopf. Also, hier kann man, ist einfach nur mit so Nocken festgemacht. Das ist schon mal schön. Und das muss man ja. Ah, so ist das also. Dann man siehe und staune. Ich könnte es auch als Handfeuerwaffe nehmen. So, wenn ich jetzt hier so ein Geschoss rein tue, ich ziehe jetzt mal nicht unbedingt auf die Kamera, weil dann ist das nächste auch noch eine Tonne. Auf der Beschreibung stand ja hier drücken, oder? Ich drücke mal, vielleicht kann ich ja schießen. Okay, geht jetzt auch nicht so weit, alles gut. Super, Kanone kann man wieder runterdrücken. Dann kommen wir hier auch gleich. Guck mal, ein bisschen im Sonnenlicht ist wahrscheinlich eh wieder zu hell und reflektiert. Ja, das ist wie immer schön. Leider kann man das Netz, ja gut, das Netz könnte man abmachen hier. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier den Motorblock. Beziehungsweise, das ist ja nicht der Motorblock, das ist ja der Schrott. Ne? Schade, dass man das nicht rausnehmen kann als einzelne Accessoire. Wie heißt das? Also als Zusatzteile. Als Beiwerk. Verdammt. Ja, was gibt's noch? Hier kann sie sich draufsetzen. Steuermäßig kann man hier natürlich auch wieder nichts bewegen halt. Schade, wird es gleich nicht. Okay, das hier, die. Was sind das? Die Ruder wahrscheinlich, ne? Hier für. Rechts, links zur Steuerung dann halt, klar. Ähnlich wie beim Schiff unten. Das ist schon ganz geil, aber ich finde, komm, die Turbinen und so, das ist ja schon nicht schlecht. Also das, ich finde den echt ganz cool. Also den stelle ich mir auch irgendwo hin. Auf jeden Fall, ich habe ja noch diese Jacuzzi Scavenger da halt und was weiß ich. Mit dem BB-8 bei. Mit dem Netz, da ist wenigstens ein richtiges Netz dann bei. Aber ich glaube, da war auch nichts an. Ach, jetzt habe ich das auch wieder verkehrt rum gemacht. Ja, man muss vorher gucken, wie man es abmacht, damit man es wieder richtig hin tun kann. Aber wo ist denn jetzt hier was? Hier ist nämlich diese Einkerbung. Ja. Ach so, genau hier. Ja. Einfach mal gucken, ne? Da wird einem auch geholfen. So, das habe ich wieder dran. Die Klappe machen wir oben auch mal wieder drauf. Ach so, vielleicht muss man das gar nicht abmachen, da oben drauf. Ich bin auch wieder super. Ja, egal. Zu spät gemerkt. Okay, habe ich schon wieder hier einen Rapp liegen oder was? Ich war übrigens gar nicht auf dem Festival der Dortmunder Bierkultur. Da wollte ich ja nicht unbedingt hin. Hab's nicht geschafft. Ja, jetzt das Ding ist schon wieder halb in der Sonne. So. Wir haben einmal. Also der Stab von Ray ist ja schon wieder komplett für den Osterhasen. Also. Wenn der gerade sein sollte, ne? Also noch weicher geht es nicht. Guck mal hier. Also das ist schon, finde ich, echt nicht schön. Also bis ich den gerade kriege, was soll ich denn damit machen? Ins Wasser legen und ja, klar. Gut, man könnte ihn jetzt hier noch ein bisschen biegen. Aber dafür, dass das eigentlich eine gerade Lanze ist, ist das Ding noch sehr, sehr schrottig. Ja, ich häng's mal so lange hier an die... Ah, man sehe und staune. Wenn man mal guckt, hier kann man das schöne Teil wahrscheinlich reintun. Wahrscheinlich ist sie einfach nur zu schnell gefahren und dementsprechend ist das gute Ding aus der Form gefallen. Ja, das geht ja schon mal. Okay, Figur. Speeder mal eben zur Seite. Ich wechsle mal hier raus aus dem Carbonit oder ähnlichen Carbonit. Ja, was kann man dazu sagen? Okay, Arme sind auch nur bedingt hoch zu machen, ne, da sie ja hier ihre Tücher hat, ihre Mumienbandagen. Ich weiß auch nicht, warum hier hier ein Riss ist. Ich dachte gerade, man könnte das erst abmachen. Aber nee, Kopf kann man ja auch gar nicht abmachen, weil er auch nicht drehbar ist. Ist einfach nur komplett Beine. Ja, auch wieder so toll. Hier mit den, ja gut, aber das geht hier sogar. Da sieht man wenigstens dann ein bisschen noch von hier. Und so weiter, aber sehr marschiermäßig. Gut, sitzen kann sie dann. Tasche da, Details, schön, schön. Ja, das ist echt schade, dass man das komplett nicht abmachen kann. Ja. Ist egal, guckt sie euch mal eben an. Ja, sie steht ja wieder nicht in der Mitte. So. Guckt sie euch mal eben an. Ich kann ja ein bisschen ranzoomen, obwohl ich stehe eh nicht in der Mitte, sehe ich gerade die Kamera.
Dann setzen wir sie einfach mal hier drauf. Gucken, ob das wenigstens. Na gut, hier unten sind ja Nocken in den Fußpedalen. Das mache ich mal als erstes. Ja, komm schon. Einmal. Komm noch ran. Ich sehe nichts. Die Sonne blendet mich schon. Ey. Jakku bei Mittag. Aber es das heißt ja Midnight Figure Feature. Ey. Warum mache ich das nicht abends? Dann blendet mich die Sonne auch nicht. Gut, die Hände sind natürlich auch hier wieder. Ja, kannst du aufbiegen. Ich gehe mal näher ran, vielleicht sieht man es so. Und hier auch nochmal. Das ist alles eine Frickel. Ja, ich wollte ja kein Choleriker-Video mehr machen, ne, nach dem letzten, aber da macht das Sammeln noch Spaß. Gleich ist der Daumen abgebrochen. So, jetzt hat sie das Moped aber in der Hand. Okay, Sonne geht ewig. Ja, schade, dass ich den Kopf jetzt nicht drehen kann, dann könnte sie uns ein bisschen angucken. Soweit, so gut. Race Speeder. Schön auch hier so ein bisschen wenigstens da so, wie heißt das, gerevert hin und her, dass da so ein paar Spuren dran sind. Also das von der Bemalung finde ich schon ganz schön. Und ja, das war's mit dem guten Race Speeder. Wenn ich den Karton jetzt zukriegen würde. So. Zack, zack. Ja, ist klar, jetzt bin ich fertig, jetzt geht die Sonne weg. In diesem Sinne, übermorgen, morgen ist eh der 4. Mai, dann gibt es nochmal ein Special, hoffe ich mal, und dann das zu der X-Wing-Ausstellung. Es ist auch schon ein halbes Jahr her, dass die Weekend of Hell war, also das Wochenende Weekend of Hell war, habe ich auch noch kein Video weiter zugemacht, außer so eine kleine Dia-Show, aber viel zu wenig Fotos gemacht. Ja, schönen Dank fürs Zugucken, fürs Mitmachen, keine Ahnung, fürs Kommentieren, fürs Daumen hoch. Ach, dann fällt mir ein, ich habe jetzt auch letztens geguckt, weil ich ja, wie gesagt, selber kein Internet habe, ne? Da hatte ich 666 Abonnenten. Das ist ja schon mal teuflisch gut. Da freut der Drunken Style Devil sich. Es sind, glaube ich, schon ein paar mehr. Die kommen zwar alle aus irgendwelchen fernen Ländern. Nichtsdestotrotz, viele Grüße. Wo immer auch hin, ob das Mexiko ist, Spanien, keine Ahnung, und warum das überhaupt so ist. Ich würde mich auch ein paar bei Deutschsprachigen noch freuen halt, ne? Und ist mir egal, ich mache es eh für mich zum Archivieren. Scheißegal, wie es geschnitten ist, hin und her. In dem Sinne, Prost. Also diesmal ja nicht. Ja, gucken, wann was Neues kommt und gucken, was morgen kommt am 4. Ich sag schon mal, Peace and Justice und das möge die Macht und so machen wir dann am 4. Mai. Tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.